Seit dem 1. Juli 2008 greift die zweite Stufe des Nichtraucherschutzgesetzes, das eine Verschärfung des Rauchverbotes bedeutet. Denn von jetzt an werden Kontrollen durchgeführt. Bei Missachtung des Gesetzes können zum Beispiel Kneipiers mit Bußgeldern bestraft werden. Was halten die Hammer vom Rauchverbot? Also ich bin auf jeden Fall dafür, weil ich absolut strenger Nichtraucher bin und bin auf jeden Fall total dafür, dass es am besten überall verboten wird. Ich rauche auch selber und jeder soll doch tun, was er möchte eigentlich. Also ich finde es eigentlich generell ganz gut, weil ich bin selber Nichtraucher und mich stört es ein bisschen, wenn ich irgendwo stehe, irgendwo sitze und dann der Rauch mir irgendwie ins Gesicht gepustet wird. Also ich mag das nicht, ich finde das gut. Gerade wenn man irgendwo sitzt oder was isst oder so, das kann ja auch nur sein, wenn einer vorbeigeht und dann kommt der Rauch und das finde ich nicht gut. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es positiv gegenüber den anderen, dass sie dadurch nicht mehr belästigt werden. Ich bin geteilter Meinung. Also so in Restaurants finde ich das auf jeden Fall angebracht, aber so in den Kneipen finde ich das gehört irgendwie dazu. Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, dass halt die Nichtraucher mehr durch lästigen Qualm dann bedrängt werden, dass dann auch nicht mehr so heftig so nach Qualm stinkt, wenn man halt rausgeht. Findest du, das sollte Sache der Wirte sein, ob sie es in ihrer Gaststätte machen oder soll das wirklich gesetzlich geregelt werden? Ja, ich finde, eigentlich sollte das schon Sache der Kneipenwirte sein, weil das einfach jedem selbst überlassen sein sollte, ob er eine Raucherkneipe hat oder nicht. Das sollte für sich jeder selber entscheiden, die Wirte oder wie auch immer, ob man jetzt rauchen darf oder nicht rauchen darf. Ich finde, das sollte die Kompetenz der Kneipe sein. Das kann jeder, finde ich, für sich selbst entscheiden. Ich finde, das sollte gesetzlich, ist das schon so gut geregelt, dass ein generelles Rauchverbot gilt, weil wenn jetzt irgendwelche neue Gäste dazukommen, die keine Stammgäste sind, die fühlen sich ja dadurch belästigt. Und gerade wenn man isst oder trinkt und dann diesen Rauch da reingepustet bekommt, das finde ich nicht gut. Also von oben finde ich das nicht in Ordnung. Muss jeder für sich selber wissen. Dient auch Einbußungen beim finanziellen Stand her gesehen und von daher sollen das die Wirte selber ausmachen. Das sollte jeder Wirt für seine Kneipe selber entscheiden. Ja. Ich bin dafür, jeder sollte selbst entscheiden. Und in Kneipen, wo sowieso nur getrunken wird, da wird ja auch nur geraucht. Von den Kneipier finde ich das, dass sie das ändern sollten. Entweder man soll da drin rauchen oder man nicht. Ich finde das gut, dass der Staat das übernommen hat, weil das auch dann wirklich durchgesetzt wird. Finde ich schon irgendwie, finde ich doof. Willst du jetzt weniger in Clubs gehen oder in Diskos? Nö. Ich werde da trotzdem drin rauchen. So sieht das aus. Das glaube ich eher nicht, weil für mich kommt es nicht aufs Rauchen an zu einer Party, sondern eher so auf die Partystimmung und das kann man auch so anders machen. Nein, glaube ich nicht, weil feiern will man ja trotzdem. Also man dann zu Hause, also ich glaube nicht, dass die Leute dann zu Hause bleiben werden. Man muss ja feiern. Ich glaube nicht, dass es weniger wird, auf keinen Fall. Ist nun auch die Strafen in Ordnung in der Höhe, 1000 Euro für eine Ordnungswidrigkeit? Übertrieben finde ich es nicht, weil ich glaube, es sonst nicht durchkriegen zu können. So heftig übertreiben sollte man auch nicht. Quatsch.